Ah, Leute, da kommt man wieder das Kotzen. Ja. Was ist besser, Invoice Fetcher oder Get My Invoices? Habe ich mal gegoogelt, dann kam YouTube, dann kam der Typ. Jetzt bin ich auf Minute 1,19, ja, und der hat noch nicht angefangen, irgendwie zu vergleichen. Ja, und das ist immer so, Leute, kommt etwas schneller auf den Punkt, Leute. Ja, kommt etwas schneller auf den Punkt. Ich habe einfach nicht die Zeit für dieses ganze Vorgeplänkel und das Gelaber und so weiter. Und auch die Sprechgeschwindigkeit vom Typen ist absolut. Sorry. Für die Verbuchung zur Verfügung habe. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Belege abgerufen werden. Und genau um dieses Problem kümmern sich Get My Invoices und der Invoice Fetcher. Wie funktionieren diese Lösungen? Weiß ich schon. Ich will wissen, welches Tool besser ist. Ja, und das so schnell wie irgendwie möglich. Die Leute haben einfach zu viel Zeit. Das ist unfassbar. Grundlegend. Also grundlegend ist Get My Invoices und der Invoice Fetcher ein Roboter. Diesem Roboter geben wir die Zugangsdaten zum jeweiligen Portal, natürlich sicher, also die werden auch verschlüsselt. Und dieser Roboter geht mit diesen Zugangsdaten zum Beispiel zu Amazon, loggt sich dort ein, klickt sich zur Stelle, wo die Bestellungen sind und die Rechnungen hinterlegt sind und lädt diese Rechnungen in Get My Invoices oder Invoice Fetcher rein. Von dort aus können wir dann über eine Dativ-Schnittstelle die Anbindung zu Dativ-Unternehmen online schaffen, um die Belege dann an Dativ-Unternehmen online zu übermitteln. Und das Schöne dabei, den ganzen Prozess können wir automatisieren, sodass der Roboter uns automatisch die Rechnung auf den ganzen Plattformen abholt und Get My Invoices oder der Invoice-Fetcher automatisch diese Rechnung an Dativ-Unternehmen online überträgt. Jetzt gibt es allerdings zwei dieser Lösungen, zwei dieser Belegsammellösungen und da stellt sich die Frage, was ist denn die bessere Lösung für die Buchhaltung? Welche setze ich gescheiterweise ein? Und gehen wir da mal als erstes auf Invoice Fetcher ein, wie Invoice Fetcher funktioniert. Was mir an Invoice Fetcher super gut gefällt, ist, dass der Einstieg sehr leicht ist. Das startet damit, dass es sogar ein kleines kostenfreies Paket gibt, was ich unbegrenzt nutzen kann, womit ich zum Beispiel bis zu zwei Portale anbinden kann mit wenigen Belegen, um die automatisch an meine Buchhaltung zu übertragen. Finde ich immer sehr charmant, so kostenlose Versionen, wo generell der Anbieter sagt, hey, probier das erstmal aus und wenn du halt mehr Bedarf hast und merkst, es hilft dir, dann kannst du nach oben skalieren. Daneben hat der Invoice Fetcher noch die Möglichkeit, relativ leicht ein Portal und an die Buchhaltung anzubinden. Weil es ist relativ gerade heraus. Ich gehe einfach auf Lieferanten hinzufügen, suche mir das Portal raus, hinterlege die Zugangsdaten. Bei Amazon ist das noch nicht mal notwendig, weil da gibt es eine direkte Schnittstelle. Und dann im nächsten Schritt sage ich, okay, Export, Schnittstelle, hinterlege dann einmal quasi den Zugang zu meiner Buchhaltung, in dem Fall Dativ Unternehmen Online, wähle dann den Mandanten raus, in den die Belege übertragen werden und die Lösung ist eingerichtet. Das Ganze ist sehr fokussiert auf diesen Kernprozess und ich habe es mit meiner Buchhaltung getestet, funktioniert auch sehr gut, was die Belegübertragung angeht und man muss wirklich nicht mehr in die Portale rein, um die Rechnung runterzuladen. Eine super, super, super schöne Sache. Und recht zuverlässig funktioniert das auch. Ich hatte in meiner Testphase tatsächlich nur ein Portal, was gegen Ende der Testphase auf Wartung gegangen ist, also wo die Belegsynchronisation dann nicht funktioniert hat. Weil leider ist es halt so, wenn man mit diesen automatisierten Robotern arbeitet, die sich dort einloggen und durchklicken, dass mal der Weg zur Rechnung sich ändert oder einfach zu viele Anfragen bei diesem Portal über diese Roboter. Sorry, habe ich da jetzt irgendwas verpasst oder sind wir jetzt quasi ein Drittel von dem Video und ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, welches von den beiden Tools das bessere ist oder hat überhaupt schon mal angefangen, die beiden Tools zu vergleichen? Irgendwie bin ich da gerade noch komplett perplex. Ich würde doch jetzt ganz, ganz, ganz gerne mal wissen, welches von den beiden Tools ist denn das bessere? Bitteschön. Gestellt werden, wo dann einfach das Portal einblockt. Das kann passieren, sowohl beim Invoice-Fetcher als auch beim Get My Invoices mit diesem Abruf einfach. Also die Zuverlässigkeit ist da schon gut, aber allein von diesem Weg, aus meiner Sicht, kann die an der Stelle nicht perfekt sein. Was mir aber auch aufgefallen ist, das Portalangebot bei Invoice-Fetcher lässt noch zu wünschen übrig, besonders wenn man jetzt auch ausgefallene Portale hat. Die wird man da in den meisten Fällen nicht finden oder zumindest finden, dass sie geplant sind, weil da wird wirklich fokussiert auf die großen Portale hingearbeitet, dass wirklich da die Massen an Belegen übertragen werden können. Also da sieht sich Invoice-Fetcher in diesem fokussierten Anwendungsfall. Und das ist auch ganz interessant. An der Stelle kommt nämlich Get My Invoices ins Spiel, weil Get My Invoices hat gefühlt, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, gefühlt viel, viel, viel mehr Portale als der Invoice Fetcher. Also da gibt es richtig, richtig viele Portale. Und witzigerweise ist es auch so, dass das Portal, was beim Invoice Fetcher in Wartung gegangen ist, während der Testphase bei Get My Invoices weiter funktioniert hat. Also die haben da anscheinend einen anderen Weg gefunden, wie sie diese Rechnung abrufen können. Ich hatte aber, das muss ich dazu sagen, auch bei Get My Invoices an anderer Stelle auch schon Probleme mit der Zuverlässigkeit, weswegen ich da jetzt auch nicht sagen würde, die ist 100%, aber die ist zumindest mittlerweile sehr, sehr gut. Also daran würde ich die beiden auf jeden Fall nicht unterscheiden. Was bei Get My Invoice Fetch ist, neben dieser Vielfalt an Portalen, weil das spricht super stark für diese Lösung, eventuell den einen oder anderen so ein bisschen abschreckt und ich finde es auch leider immer ein bisschen abschreckend ist, es ist von der Handhabung her nicht so gerade heraus wie der Invoice Fetcher.
Hat einfach den Grund, dass in GetMyInvoices noch viel mehr Funktionen sind, die Rechnung zu verwalten, zu organisieren, eventuell auch Zahlungen zu erstellen. Das ist da alles mit drin, weswegen die Masken für die Einrichtung viel mehr aufgeladen sind. Und durch auch die viel mehr Möglichkeiten bei den Portalen ist mir zum Beispiel auch bei der Portalsuche aufgefallen, dass das Programm da so ein bisschen hängt, weil es einfach viele Daten sind, die da abgerufen werden müssen. Also ist es nicht ganz so performant wie Invoice Fetcher bei der Einrichtung, aber das ist jetzt vielleicht auch nur meine subjektive Wahrnehmung an der Stelle. Also da hat es in der Benutzerfreundlichkeit so ein paar Pünktchen weniger als der Invoice-Fetcher aus meiner Sicht. Aber wenn ihr die Rechnung aus den Portalen, also aus möglichst vielen Portalen braucht, ist GetMyInvoices sehr wahrscheinlich die bessere Lösung für euch. Wenn wir die beiden jetzt klar gegenüberstellen, kommt es am Ende zu dem Punkt runter, ob ich letztendlich die ganzen Portale, die ich habe, über einen Invoice-Fetcher abbilden kann oder ob ich viel mehr Funktionen und Portale brauche. Ob ich vielleicht auch eine Lösung für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung brauche, die manche Portale vielleicht standardmäßig voraussetzen. Also dafür gibt es in GetMyInvoices auch eine Möglichkeit, das zu machen. Also da sind die Funktionen. Also da gleich mal voraus, ein Riesenproblem mit den Zwei-Faktor-Authentification. Also grundsätzlich, jedes Google Ads-Konto hat das, ja, als Grundvoraussetzung, und da gibt es immer Probleme, auch bei GetMyInvoices, ja. Also es ist einfach nur zum Kotzen, diese ganze API, Schnittstelle, alles ist super, aber doch wieder nicht perfekt und funktioniert, aber doch nicht immer und so weiter. Es ist einfach, es muss einfach eine Lösung geben, die einfach funktioniert. Bom, 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 ja. Jeder Tag hat nur 24 Stunden, ja, zack, 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 zack. Ja, dieses ewige, ja, die Lösung ist zwar schon gut, aber noch nicht ausgereift. Ja, und da funktioniert zwar hier, aber da noch nicht so ganz gut. Und manchmal, häufig ja, aber immer dann doch wieder nicht. Also mir kommt wirklich das Frühstück hoch, ja. Es ist einfach mal eine Lösung bauen, Leute, die funktioniert aus, fertig, boom, basta, ja. Fucking don't waste my fucking time here, ja. Der Umfang, wo ich Daten abrufen kann, deutlich ausgeweiteter als beim Invoice-Fetcher. Der Invoice-Fetcher dafür ist deutlich benutzerfreundlicher, also die Einrichtung geht leichter von der Hand. Dafür ist der ganze Funktionsumfang auch gar nicht da drin. Also das muss man an der Stelle so ein bisschen abwägen. Dazu vielleicht noch als kleines Zusatzargument, weswegen GetMyInvoices interessant werden könnte. Ich könnte in GetMyInvoices auch mit einem intelligenten Tagging, dafür muss man sich aber gut mit dem Programm auskennen, weil wenn der Automatismus fehlläuft, ist eher schlecht, auch für mehrere Unternehmen Belege abrufen und weiterleiten an Dativ Unternehmen online. Das ist vielleicht auch für kleinere Unternehmensgruppen oder dergleichen interessant, das einfach so über GetMyInvoices abzubilden. Das wäre tatsächlich möglich, man muss sich aber gut im Programm auskennen und das Ganze auch verwalten, sonst würde ich es an der Stelle tatsächlich nicht machen. Preislich gesehen ist GetMyInvoices etwas teurer als der InvoiceFetcher. Ich habe jetzt mal die beiden, ich sag mal, mittleren bis kleinen Tarife verglichen, wo beide 10 Portale anbieten. Und da liegt der Preis beim Invoice-Fetcher pro Portal bei ungefähr 1,40 Euro pro Monat und bei GetMyInvoices bei 1,90 Euro. Also GetMyInvoices ist etwas teurer. Sicherlich, wenn man... Ach, das interessiert doch keine Sau. Ja, ob das 1,90 ist, 1,40. Das Problem ist, sind diese Two-Factor-Authentication und generell, wenn die Scheiße ständig hängt. Ja, man muss ständig irgendwie rummachen, rumwursteln und wieder neu und was und dies und das. Ja. Steigt dir dein Buchhalter auf den Kopf ständig rum, ja, hast keine Zeit für die Scheiße und so weiter. Ne? Also es ist halt einfach, es muss halt einfach flutschen, ja. Flutschen, 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 Guys. Wenn man mehr Funktionen nutzen möchte, kriegt man das nur beim Angebot von GetMyInvoices. Und die Frage ist jetzt, welche Lösung sollte man jetzt am Ende des Tages nehmen? Ich habe es ja schon mal ein bisschen grob gesagt, in welche Richtung das geht. Ich würde mir persönlich einfach bei beiden einen Testaccount machen. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, beim Invoice Fetcher kannst du so einen kleinen Test... Alles klar, super, ja, Testaccounts. Ja, das hat jetzt mein Problem gelöst. Ja, jetzt weiß ich genau, welches das bessere Tool ist. Super. Ja, und tschüss.